I'm gay. Pizza erstmal ausmachen. Halt deine verfickte Fresspizza. Dieses Video ist wie jedes andere Video, was ein Wunder, komplett nicht vorbereitet. Ich schwöre auf alles. Ich habe mir gerade diese Cornflakes gemacht und davor, ich wusste nicht mal, was ich drehen soll. Wie ihr wisst, YouTuber fuckt mich zurzeit übel ab. Da dachte ich mir einfach, ich mache eine kurze Pause, damit ich ein bisschen runterkomme und jetzt bin ich wieder da. Das Problem ist nur, ich bin krank. Mein Zahn. Da ist ein scheiß Loch in meinem Zahn hier hinten. Von daher, verzeiht mir. Von daher verzeiht mir, wenn ich nicht gerade super motiviert bin. Und gerade bei diesem Thema, wo ich andere, sagen wir mal, Influencer auf eine komische Art und Weise auf die Schippe nehme, bin ich nicht immer motiviert, weil das fuckt mich einfach nur ab. Ich bin einfach null vorbereitet. Mein Handy ist einfach da hinten. Und es geht um mein Handy. So Leute, heute geht es um Marc und Sven, wenn ich mich nicht irre. Doch, Marc und Sven. Zwei Zwillinge, die auf Instagram als auch auf YouTube sind. Ja. Mehr muss man dazu nicht wissen. Wir fangen einfach direkt an mit dem Video. Ich f*** deine Mutter. Und damit meinte ich nicht Marc und Sven, ich meinte meinen Pickel. Alle Leute, die aus Instagram kommen, wissen, was ich meine. Ah, fuck. Ich habe noch nie so ein awkward Fall gesehen. Das ist doch der Sven, eine Klasse unter uns. Ja, Spaß. Von dem habe ich auch schon gehört. Ja. Richtig komischer Typ. Mhm. Ja, von dem habe ich auch schon gehört. Richtig komischer Typ. Ist ja nicht so, dass ihr euch eins zu eins genau ähnlich aussieht, weil ihr einfach Brüder seid, aber das Mädchen muss erst gar nicht reden. Sieht aus wie Chara, Digga. Digga! Sieht aus wie Botox, was? Wenn sie Türkin ist, ich fick mein Leben. Stuttgart, ja, nirgendwo steht, dass sie Türkin oder so ist. Ja, lacht nur weiter. Ihr kennt zwar meinen Namen, doch ihr kennt nicht meine Geschichte und meine Story dahinter. Natürlich kennen wir deine Story. Wir haben deine Story vorhin auf Snapchat gesehen. Du warst Eis essen. Erwartet so eine Art von Humor jetzt durch das... Ich habe meine Flasche nicht getroffen. Warte. Durch das ganze Video, Mann. Wenn Fuckboys ein Mädchen heiraten, Fuckboys haben den Namen Fuckboys, weil sie gerade keine Mädchen heiraten und lieben. Ja, Schatz, wir sind jetzt schon ein Jahr zusammen und ich wollte dich was fragen. Mhm. Oh, willst du meine Frau werden? Schatz, du bist so süß, aber unter einer Bedingung. Welche denn? Gib mir dein Handy-PIN-Code. Auch kompletter Schwachsinn. Diese Art von Humor auf Instagram, diese Videos, die check ich einfach gar nicht, Digga. Das ist einfach so cringe. Ich meine, ich habe selber früher Instagram-Videos gemacht und ich kenne das selber, wenn du halt wirklich keine Idee hast, aber du musst schnell etwas bringen und du denkst dir, ja, Mann, ich habe gerade meine Freunde bei mir, ich habe hier gerade einen. Damals war es bei mir ein iPhone 4. Wieso nehme ich jetzt einfach nicht ein Video auf? Und dann kamen halt Videos zustande, die ein bisschen fragwürdig waren. Aber, Digga, so fragwürdig noch nie. Jemand, der als Fuckboy abgestempelt wird, das heißt, er liebt erst gar nicht oder er wird erst gar nicht eine Frau heiraten. Er reißt sich zusammen und will dich heiraten. Das heißt, dann ist er ja auch gar kein Fuckboy mehr, weil er dann ein Mädchen geheiratet hat und... Weißt du, Schweine? Und deine Reaktion... Zu so einer Entwicklung, von einem Pikachu zu einem... Warte, was ist Pikachus Entwicklung? Nach so einer Entwicklung, sagst du... Gib mir dein Handy-PIN-Code. Mein Deo ist kaputt gegangen, Mann! Missgeburt! Alles wegen dir! Alles wegen dir! Das sprüht doch, aber guck mal, wie es aussieht! Hurensohn! Scheiß Missgeburt! Ich brauch Cornflakes, mach mal ganz kurz Pause, ich schwöre. Warum... Natürlich, wenn dann die Freundin nach dem PIN fragt, rennst du dann einfach weg. Ist ja nicht so, dass du es noch auffälliger machst. Wenn meine Freundin mich auch immer fragt, so kannst du mir deinen PIN geben, da renne ich auch immer weg, weil... Und ist ja nicht so, dass sie dich später darauf ansprechen wird, wie zum Beispiel, ey, warum bist du weggerannt? Oh, fuck, Digga. Wenn deine Freundin alleine daheim ist, that moment, Digga. That moment, Alter. Gerade nicht,
ich hatte eine Augen-OP. Aber guckt auf sein Handy mit einer verfickten Sonnenbrille aus so einer Entfernung. Ja, wer kennt es denn nicht, wenn du eine Augen-OP hattest und der Doktor dir strengst verbietet, zu deiner Freundin nach Hause zu gehen, aber du darfst auf Handy oder auf Bildschirme schauen. Das. Und außerdem, Leute, ich glaube, das Mädchen kennen wir von überall. Ja, Olli, du pädophiler Hurensohn. Und falls ihr jetzt denkt, die haben es in einem Raum oder in demselben Haus aufgenommen, nein. Nein, ja, die sind wahrscheinlich schon mal in der gleichen Stadt. Das Mädchen nimmt von ihrem Zuhause auf. Die nehmen von deren Zuhause auf. Das heißt, das Einzige, was das Mädchen macht, ist einfach nur die Kamera dahin stellen, so tun, als ob sie schreibt. Achso, ich dachte, da kommt noch was. Nein, das war's. Und dann schickt ihr es höchstens denen oder so. Also, Fame in den Arsch geschoben bekommen. Das ist auch so der älteste Witz, den es überhaupt auf Instagram gibt. Ich glaube, jeder Instagram-Komedian hat mindestens einmal diesen Witz gebracht. Die liegt einfach im Bett mit den gleichen Klamotten und die Kamera ist perfekt in der gleichen Position wie das letzte Video. Mal gucken jetzt, was für ein Zeitabspann dazwischen ist. Das eine Video wurde am 12. Juli gepostet, das andere am 14. September. Was? What? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September. 2 Monate. Ihr wollt mir sagen, sie liegt da seit 2 Monaten genauso und schreibt mit diesen Typen, wenn Mädchen Jungs Korb geben. Mi amor, mi amor. Ich schwöre, das packt mich auch übel bei denen ab. Immer wenn die so schreiben, ne, da kommt immer dieses. Aber dann steht das einfach so: Hi. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Ich bin dein Habibo, Habibo. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Baby, du bist meine Pocahontas. Fuck this shit, I'm out. Findest du das witzig? Findest du das witzig, du kleiner Wa- Toll. Siehst du? Da, guck mal, ich kann damit nicht einfach normal spielen. Findest du das witzig? Wenn Fuckboys mit vielen Mädchen schreiben. Ey, ich schwöre immer diese Captions, Alter. Wallah, Bila, das fuckt so ab. Das ist so unsynchron zu deren Fingertasten. Mach wenigstens das richtig, Digga. Oder mach die Soundeffekte wirklich genau dann, wenn sie verfickt nochmal ihre Fingerspitzen auf dieses verfickte Handy machen. Abgesehen davon, jedes einzelne Mädchen, ich kann sogar schwören, die sind in verschiedenen Städten einfach. Die eine kommt aus Bayern, die andere aus Ding. Die nehmen einfach nur von so sich auf, so 2 Sekunden, wie die schreiben und senden es denen. Was ist das für eine Arbeit, Digga? Keine Ahnung, den Puff oder so. Ich meine, das erste Mädchen steht einfach so random vor der Kamera. Ja, ich stehe da auch einfach so, während ich schreibe. Keine Ahnung. Kannst du nicht wenigstens 2 Monate oder so auf deinem Bett liegen, wie zum Beispiel die Selina? Sie hat wenigstens so eine gute Position, wo sie schreiben kann. Weißt du, sie steht da einfach so awkward und schreibt da einfach so vor der Kamera. Oh mein Gott. Allein dieser Caption, da muss ich jetzt wieder nochmal zurückgehen. Wenn Fuckboys mit vielen Mädchen schreiben. Ein Fuckboy ist dafür bekannt, dass er mit vielen Mädchen schreibt. Wenn ein Jude vergast wird. Wenn 2 Missgeburten sich dazu entscheiden, YouTube und Instagram zu machen. Wenn du gerade Clash Royale zockst und deine Mutter in das Zimmer reinkommt und sieht, dass du gerade die Prinzessin gesetzt hast und sie denkt, dass du dir gerade drauf einen runterholst. Wenn Mehmet in der Arbeit eine 4 hat und alles 1:1 von Tobias abgeschaut hat, aber Tobias trotzdem eine 2 bekommt. Wenn Ibrahim ein Loch in ein Mango reinmacht und sich damit befriedigt. Wenn du Viagra-Tabletten in Herr Müllers Kaffee reinsetzt, nur weil er dir eine 6 gegeben hat. Wenn du gerade eine Augen-OP hattest und deine Freundin nicht besuchen kannst, aber dafür auf deine verfickte So Leute, das Ding ist jetzt bei deren YouTube, die haben einfach seit 11 Monaten nichts hochgeladen. Falls ihr euch jetzt denkt, das ist ein bisschen viel. Deren letztes Instagram-Video, oder besser gesagt Beitrag, was sie gepostet haben, auf ihrem Instagram-Account, war am 29. September 2018. Die Frage ist jetzt so, hä, wo sind die? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich habe keine Ahnung, warum die nichts mehr posten. Ich habe auch auf beiden Privataccounts geguckt. Die haben nichts danach gepostet. Keine Ahnung warum, die tot, ich weiß es nicht. Ich habe mir die Kommentare angeschaut und einfach keiner hat gefragt, wo die sind. Oh mein Gott, jetzt sehe ich das erst. Okay, hab euch vermisst, wo seid ihr? Ich habe es vermisst, diese Momente zu sehen, wie zum Beispiel dieser Moment, wenn deine Mutter dich fistet mit deinem Stock. Wenig Zeit wegen Ausbildung etc. Digga, eure Videos dauern vielleicht höchstens 5 bis 10 Minuten. Ihr sitzt da, macht so.
nicht mal, ihr macht das nicht mal gut synchronisieren mit diesem Fingertipp. Ihr macht, obwohl da nur Hallo steht. Also laber mich nicht voll. Ausbildung, keine Zeit. Na, bevor ich jetzt komplett ausraste, auf YouTube-Account jetzt vorbeischauen. Hot or not? Wir bewerten euer Aussehen. Im Thumbnail natürlich irgend so ein Mädchen mit einem dicken Arsch. Euer Aussehen, da steht euer Aussehen. Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Ich bin Sven. Scheiße. Ich bin Sven. Ich bin Sven. Ich bin Marc und willkommen zu einem neuen Video von uns. Was haben wir heute für euch vorbereitet? Heute Hot or Not, Abel. Habt ihr gerade diesen Moment gesehen, wo die perfekte Kamera 10 Sekunden aus seiner Kamera einfach so ausgesetzt ist und der Typ eigentlich neben ihm redet, aber er nicht aufgenommen wird? Das ist Bearbeitungsskills right there, Digga. Was würdest du denn schätzen, wie unsere Community abgestimmt hat? Ich denke schon, weil sie sieht ja nicht schlecht aus, dass es auf jeden Fall mehr im Hot-Bereich liegt, deswegen würde ich sowas schätzen. 60 zu 40. Das Ding ist, ob jetzt Zuschauer für euch hot or not sind, das müsst ihr vor euch behalten. Das dürft ihr doch nicht einfach in die Fresse da rausschreien, Digga. Wenn dann einfach so ein Mädchen dann, keine Ahnung, aussieht wie Bernd das Brot, könnt ihr nicht einfach rausschreien, du siehst aus wie Bernd das Brot, ja, aber du bist ein Notz. Kannst du nicht sagen, Digga, weil das einfach ein Zuschauer von dir ist. Deswegen, solche Videos sind einfach so komplett behindert. Die ist halt ein bisschen freizügiger unterwegs. Also ich muss sagen, Mashallah, hübsches Gesicht auf jeden Fall. Also ihr Gesicht so? Das Gesicht ist gut, also die hat richtig schöne Wangenknochen, die Augenbrauen sind perfekt, die Lippen sind perfekt dick. Und ja, was soll denn das? Ich meine, hätte sie jetzt Unterwäsche an, wäre es sehr, sehr schlimm, aber ich meine, die gute Dame ist in Bikini. Wie gesagt, Leute, sie hat ein Bikini an. Also es ist nicht schlimm, sie hat ein Bikini an, keine Unterwäsche. Weil Bikini und Unterwäsche ist natürlich was komplett anderes, eben. Leute. Genau. Also ganz klar, 0 hot, 10 not hot. So hat die Community abgestimmt, würde ich sagen. Warum? Sowas sieht unsere Community nicht gern. Echt? Okay, also die Bewertung ist... Ich glaube, sie wurde richtig geraped. Also, 24 haben auf Hot gestimmt, 67 auf Not. Das Video ist das dümmste Video, was ich seit langem auf YouTube gesehen habe. Gut, dass sowas im Jahre 2018 geblieben ist. Sonst, ich würde schon längst aufhören mit YouTube. Aber nicht mehr lange, 2019, es wird safe sowas kommen wie: Mein Vater bewertet das Aussehen von euch, 14-Jährigen. Ich hab alles predicted bis jetzt, Digga. Und es wird safe passieren. Ich hab gesagt, dass dieser Tschüss hier ist. Könnt ihr euch noch erinnern, Digga? Ich hab gesagt, dass er schwul ist. Er macht eine Story darüber, wo er sagt, ich bin nicht schwul. Okay, dann habe ich halt falsch predicted. Paar Wochen später, er postet auf Musical.ly, ja, ich bin schwul. Mustafa ist verfickt nochmal. Zukunft. Ich hab keinen Bock mehr. Das reicht. Schaut bei Snapchat und bei Instagram vorbei. Ich bleib noch ein bisschen, damit das weggeht. Ist weg? Okay, ciao.